Ja, die Gerüchte sind wirklich wahr. Es gibt den Tasmanian Tiger Modular Trooper Pack MK2, ein langer Name. Ist aber auch viel drin und wenn du wissen willst, was er kann, dann bleib dran. Hallo und willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist er nun, das neue Trooper Pack. Und was mir gleich einmal auffällt, wenn ich da drauf schaue, ist, ja, da gibt es keine Mollestreifen mehr drauf, sondern nur diesen Laser Cut. Das alte Trooper Pack, das hat ja noch überall diese Streifen und das ist jetzt hier komplett anders, wenn du dir den Frontbereich anschaust, auch auf der Seite. Hier auf beiden Seiten sind diese Molle Laser Cuts eingebaut. Das finde ich gut. Insgesamt muss ich eines dazu sagen, ich habe den Rucksack erst seit wenigen Tagen, das heißt, es ist noch kein Langzeit-Review, aber wenn du das sehen willst, dann lass mal da beim i ein Abo da, denn ich werde ihn intensiv testen, in einigen Monaten werde ich dir dann ja, einen längerfristigen Review geben, wo die Vor- und Nachteile sind. Aber jetzt wollen wir einfach einmal schauen, was er kann und ob er auch etwas für dich ist. Dann schauen wir uns gleich einmal die Frontbereiche an. Es gibt hier eine Tasche und hier eine Fronttasche. Schauen wir uns gleich einmal die oberste an. Das ist einmal ein Zwei-Wege-Reißverschlusssystem. Ja? Das heißt, das ist einmal gut gemacht. Dann sind da so Kordeln drauf, damit man das auch gut packen kann. Und das liebe ich an Tasmanian Tiger, dass da irgendjemand nachdenkt beim Arbeiten. Und zwar diese Tasche, die geht nicht bis ganz nach unten. Ja? Das bedeutet, das Zeug, wenn ich da jetzt aufmache, das fällt nicht gleich alles runter, sondern ja, hängt jetzt hier mal so dabei. Das ist einmal wirklich gut, das finde ich sehr, sehr nett gemacht. Das Ganze ist ja Modular Bag, das bedeutet, wir haben hier dieses Modular-System von Tasmanian Tiger, aber dazu kommen wir noch später. Wir haben jetzt gleich einmal hier einen D-Ring auf beiden Seiten angebracht und da eine Netztasche. Geht auch ein bisschen was rein, das ist alles in Ordnung. Da jetzt zum Beispiel meine Wärmebildkamera. Meine Wärmebildkamera wird sie nicht ausgehen, die ist zu hoch, aber irgendwas, eine Kleinigkeit geht sich auf jeden Fall schön aus. Und dann, und das finde ich irrsinnig gut, das finde ich wirklich sehr, sehr praktisch, du hast hier im Deckel ja, auch noch einmal ein Fach mit einem ja, Reißverschluss und das Ganze ist eine Netztasche, also eine durchsichtige, aber nicht so netzmäßig, sondern es ist ein Gewebe. Da kann also nichts rausfallen, aber du siehst automatisch rein. Das bedeutet, wenn ich jetzt, ich habe ja 100.000 Sachen immer mit, ja, 100.000 Ausrüstungsgegenstände und ich bin ein vergesslicher Kerl, weiß nicht, wie es dir geht und dann weiß ich nicht mehr ganz genau, wo ich was reingepackt habe. Das ermöglicht mir zu sehen von außen, was in dieser Tasche eingepackt ist. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Gut, was hier an dieser Fronttasche auch noch gegeben ist, du hast hier unten, da an der Stelle, so eine kleine, über die gesamte Länge, es ist ungefähr so hoch, Klettfläche. Das bedeutet, du kannst hier auch modular diese ganzen Mesh-Pocket-Sets, zum Beispiel das hier ja, als Beispiel, das ist ein bisschen zu groß, aber die kleineren kannst du hier einbringen und auch da Ausrüstung mit dazu nehmen. Finde ich praktisch. Wie gesagt, Zwei-Wege-Reißverschlusssystem. Dann hier außen ist auch noch einmal, damit man ein Patch drauf klatschen kann. Und dann eben die Mollestreifen 4x4. So, gut. Lasercut. Dann, das müssen wir hochheben und das Ding ist schon ein großes Teil. Alle technischen Daten übrigens findest du, billige Eigenwerbung, bei mir natürlich im Shop, da gebe ich dir den Link dazu. Da findest du dann noch einmal alles zusammengefasst. Auch da ein Zwei-Wege-Reißverschlusssystem. Ja. Und hier, und das ist jetzt der Unterschied, das geht komplett auf. Ja, das geht komplett auf. Ich habe da jetzt ein paar andere Sachen, die neuen Tech-Pouches eingepackt, da kommen wir dann später dazu. Und hier hast du schon einmal das erste modulare System. Du hast hier auf der einen Seite diese Klett-Patches, also diese Klettflächen, wo du zum Beispiel, ich nehme jetzt nur wieder als Beispiel dieses Mesh-Pocket her, es gibt aber auch andere, ja, etwas, die sind so flach, es gibt auch größere, findest du auch alles bei mir im Shop, die du dann hier platzieren kannst, wenn du das magst. Und es wäre auch die Möglichkeit, hier mit klassischen Molle mit reinzukommen. Was auch gegeben ist, schau mal her, hier auf der Seite, da sind so kleine Schlaufen, ja, auf beiden Seiten. Und ich gehe jetzt einfach einmal davon aus, ohne es zu wissen, aber ich mutmaße, dass man hier ein Flexicord mit einbringen kann. Das bedeutet, du hast mehr Modularität, du hast mehr Möglichkeit, weil vielleicht diese Dinge gibt es ja in Einsatzgebiete, gibt es ja 100.000 unterschiedliche Varianten. Genau das, was du brauchst. Und ich mutmaße jetzt wieder, dass Tasmanian Tiger mit diesem modularen System überlegt, den Rucksack so zu machen, dass er nach dem Motto One Size Fits All, das wird nie hundertprozentig funktionieren, aber dass er so viele Möglichkeiten wie nur irgendwie möglich bietet. Und ich glaube, dass das die Idee dahinter ist. Kann ich mir gut vorstellen. Gut. Das ist hier gegeben. Und weil da auch so ein Flexicord in diesen Netztaschen hier eingebaut ist,
Habe ich mir das gedacht? Ich habe 1 plus 1 zusammenzählt. Das ist einmal die eine Möglichkeit. Dann, eh schon wie ich gesagt habe, hier im Deckelfach gibt es jetzt auch wiederum kleine Unterteilungen. Wieder mit diesen Taschen. Da, man sieht von außen rein. Finde ich total genial. Da ist dann auch das dazugehörige Flexicord. Ja, machen wir mal auf. Ja. Schaut's aus. Oliv, weil er halt Oliv ist. Das, glaube ich, kann man aber auch außen anbringen. Dazu aber später. Und dann gibt es hier auch noch einmal so ein Fach, wo ich im Moment keine Idee habe, was ich da reingeben würde. Weil... Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht hast du eine Idee, dann schreibe es mir unten in die Kommentare. Und da an der Stelle noch einmal ein Fach, das ist aber verdeckt, das sieht man nicht rein, ein großes Fach. Also 1, 2, 3, 4 kleine und ein großes mit Reißverschluss und dann außen so ein Einsteckfach, wozu auch immer das gegeben ist. So, das war jetzt das Video, das wird irrsinnig lang. Aber das liegt nicht an mir, vielleicht auch, weil ich ein bisschen eine Plaudertasche bin, aber weil der Rucksack einfach extrem viel kann. So, dass ich dazu komme. Reißverschluss zumachen und das Schöne ist, der ist auch leicht abgedeckt. Ja? Das heißt, du kannst den hier, jetzt habe ich das mit reingebaut, der ist auch abgedeckt, siehst du hier, das heißt, ist auch ein bisschen Verwitterung geschützt. Gut, außen hast du jetzt hier noch einmal den Lasercut, einerseits vertikal und dann horizontal, also hier sind horizontale eingebaut. Vielleicht gibt es da auch eine Möglichkeit, weiß ich nicht. Und dann außen wiederum diese Schlaufen, damit man das Flexicord auch außen rauf packen kann. Ich gehe davon aus, dass das einmal eine ganz nette Sache ist. So, jetzt schauen wir ins Hauptfach. Dazu muss ich das Teil aber hinlegen. Und genau das ist auch die Idee dahinter. Also wenn du so einen Rucksack, wo du von oben reinpackst, zuckst, so wie das Raidback zum Beispiel, dann bist du hier bei dem an der falschen Stelle. Aber ich komme dann gleich zu den Einsatzgebieten. Also ich habe den falschen Teil aufgemacht, das Hauptfach. Das kannst du nämlich aufmachen und legst du vor dich hin und hast dann Zugriff auf all deine Ausrüstungsgegenstände. Das ist zum Beispiel bei Reisen ganz interessant. Aber dazu später. Hier haben wir noch einmal Glätt. Ja, zwei Reihen mit Glätt, die mit Molle oder eben diesem modularen System verwendbar sind. Und in der Mitte ist dann noch einmal eine Glättfläche, die hat keine Molle-Adaption. Hier oben haben wir klassisch, so wie wir das kennen, die Möglichkeit, was anzuhängen, zum Beispiel eine Trinkblase, wenn man darauf steht. Und was mir auch gleich einmal aufgefallen ist, auch hier innen ist auf beiden Seiten wiederum sind diese Schlaufen. Auch hier könnte man dieses Flexicord mit einbauen, wenn man das mag. Und so wie wir es vom alten Trooperback, der nicht modularen Version kennen, ist auf der Seite sind solche Einschubteile. Du hast hier 1, 2 und auf der gegenüberliegenden Seite sind 1, 2, 3 von diesen Einschubfächern vorgesehen. Finde ich gut gemacht, ist eine nette Sache. Und auch hier am Deckel ist natürlich was vorbereitet. Du hast hier wiederum eine Glättfläche, da würde sich das Meshpocket, das große Meshpocket gut tun. Und dann hast du jetzt hier insgesamt 3 Netztaschen. Die sind nicht in diesem System, wie ich es dir vorne gezeigt habe, da so durchsichtig sind sie schon, aber nicht mit diesem Kunststoff komplett, sondern das ist eine richtige klassische Netztasche, so wie wir das kennen. Da passt auch einiges rein. Ja, also ist wirklich gut gemacht. Ja, das ist hier mal diese Idee. Und noch einmal, vielleicht langweilig dich, aber wenn du das noch nicht kennst, wenn du dann auch jetzt noch keine Idee hast, das ist halt ein anderes System. Ich stelle mir das so vor, ich war früher auf Geschäftsreisen, als ich noch Angestellter bei einer Firma war, und da gehst halt mit deiner, entweder hast du eine Reisetasche, wo du alles von oben reinwirfst und dann raussuchst, oder du hast einen coolen Koffer und dann machst du auf Klack. Und dann hast du links deine Hemden und rechts deine Socken und Unterhosen. Und so kommt mir das auch vor, nur für den Outdoor- bzw. für den taktischen Bereich gemacht. Also eine andere Art von Rucksack. Ja? Muss uns einfach bewusst sein. Ja, das war jetzt mal das Hauptfach. Gut, dann bleiben wir im Außenbereich. Du hast jetzt hier Kompressionsschlaufen auf beiden Seiten. Ich werde ihn dann noch einmal komplett anpacken, damit du siehst, was da alles reinpasst. Du hast jetzt hier die Möglichkeit, ja, irgendwelche Trinkblasen auf dieser einen Seite durchzugeben oder auf der anderen Seite. Das ist auf jeden Fall auf beiden Seiten gegeben. Hier oben einen richtig schönen Griff zum Festhalten. Da sind auch jeweils ein D-Karabiner mit eingebaut zur Befestigung. Das ist auch gut gemacht, so wie wir das ganz einfach kennen. Tragesystem komme ich gleich dazu. Ich mag noch bei den Taschen bleiben. Hier außen ist auf beiden Seiten auch so eine Flexitasche. Hier und auch hier.
Also entweder gibt man da irgendeine Flasche oder irgendwas rein. Zumindest ich, aber das ist eine Möglichkeit. Und was mir auch aufgefallen ist, ist hier an dieser Seite, da ist unten eine Öffnung. Also da ist diese Netztasche, diese Tasche, wo normalerweise eine Flasche reinpasst. Und da ist da eine Öffnung, da kann ich durchgreifen. Also da berühren sich jetzt meine Finger. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einerseits einmal dazu da ist, wenn da Wasser reinrinnt, dass du da jetzt einfach einen kleinen Mikrosee baust. Ja, das ist nicht cool. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt hier irgendwelche Gehstöcke oder irgendetwas hat, ja, dass man das hier seitlich durchstecken kann und dass es unten rausgeht. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht irre ich mich auch. Dann auf beiden Seiten hier diese schwarzen Huppel, ja, da sind zwei Löcher drinnen, ja, hier auf der Seite. Damit kann ich auch noch einmal Flexicord mit einbauen. Modular. Und dann auf der Unterseite, ja, da ist auch, sind auch noch einmal zwei Mollestreifen mit angebaut, um da vielleicht irgendein Riemen oder was durchzukriegen. Möglichkeiten ohne Ende. Weil eins muss ich auch gleich dazu sagen, weil die Frage immer wieder kommt, die wird mir per E-Mail auch sehr häufig gestellt. Reine, wie ist das? Kriege ich da einen Schlafsack rein? Ich würde den hier an der Stelle, weil das doch ein relativ großes Teil ist, da unten raufpacken. Und da ist es praktisch, wenn man Befestigungsmöglichkeiten hat. Gut, bleiben wir gleich hinten. Da ist ein Geheimfach. Schau mal her. Da kann man seine geheimen Sachen oder die mitgelieferte Regenhaut für den Rucksack einbauen. Das ist super, dass das jetzt hier schon standardmäßig dabei ist, auch mit einem kleinen Haken versehen, damit das Teil nicht verloren geht. Das finde ich gut, dass das hier jetzt standardmäßig dabei ist, dass das mit bedacht wurde. Ja, so, das ist einmal so von außen noch einmal der erste Wurf. Ja, und jetzt schauen wir uns das Tragesystem an. Also insgesamt, so wie wir das kennen, wirklich hochwertig verarbeitet. Also da brauchen wir bei TT-Netz sprechen. Du hast hier ein sehr komfortables Tragesystem. Ja. Aufmachen und umstellen, so wie wir das kennen, alles gut gemacht, schön gepolstert. Ich habe jetzt noch keine Langzeiterfahrung, das muss ich dazu sagen, aber ich bin mir sicher, dass das gut passen wird. Hier noch einmal alles verstärkt im Hüftbereich, im Lendenwirbelbereich, eine schöne Polsterung. Auch diese Paddel, blub, 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 wo du auch auf beiden Seiten die Möglichkeit hast, durch das Molle, durch dieses Lasercut-Molle noch einmal Ausrüstungsgegenstände anzubringen. Aber, ja, hier hinten fettes Tragesystem, da schaut sogar, ich weiß nicht, ob das jetzt die Kamera, ja, da blinkt es ein bisschen raus. Also das merkt man auch gleich, das ist verstärkt hier. Da ist noch einmal alles wirklich fester Riemen, alles gut gemacht, da gibt es überhaupt nichts zum Sempern. Kann man auch gut anpassen. Passt da mal gut drauf. Und so wie wir das im Endeffekt kennen. Ja, also es gibt da einfach nichts zum Meckern. Brustgurt, Hüftgurt, alles einstellbar. Du siehst hier, du kannst alles variieren. Dann auch hier auf den Trageriemen noch einmal die Möglichkeit, Ausrüstungsgegenstände zum Beispiel mit einem Karabiner anzuhängen. So wie wir das kennen, alles in bester Ordnung. Dann noch einmal die Ringe dazu. Einstellbar in allen Varianten. Daumen nach oben. Bevor ich jetzt den Rucksack packe, damit du dir mal das Volumen anschauen kannst, die Frage kommt auch immer wieder ganz häufig, was kann man da vorne als Tech-Pouch drauf machen? Und da wäre jetzt zum Beispiel das Tech-Pouch Nummer 7, nämlich das 7.1, das ist die neue Version des Tech-Pouch 7, ist auch gegeben. Das ist ein bisschen, das werde ich in einem eigenen Video ganz einfach beschreiben, was jetzt die neuen Tech-Pouches sind, aber ist egal. Du hast hier wiederum die Möglichkeit, das durchzuziehen und das 7er passt hier ganz genau drauf. Das ist wie wenn das dafür gemacht ist. Ja, wie wenn das dafür gemacht worden wäre. Natürlich kannst du auch zwei kleine drauf geben, würde ich aber ehrlich gesagt nicht machen. Ich kenne das noch von anderen Rucksäcken. War es nicht der alte Trooper, wobei der hat ein bisschen anders ausgeschaut, da war das ein bisschen anders. Aber da hat mich das immer genervt, dass die kleine Tasche, da konnte ich dann nicht dazu, weil die obere Tasche davor war. Ich würde gleich ein fettes Teil drauf geben und zusammenkramt ist, wie man in Österreich sagt. Na gut, dann packt man gleich einmal was ein. Und ich habe da ein bisschen was mit, aber das wird sich alles gar nicht ausgehen, weil es so viel Zeug ist. Ich habe jetzt hier eine Medic-Tasche, die habe ich ganz neu, die habe ich noch nicht ausprobiert, die werde ich auch noch vorstellen. Also lass ein Abo hier, das ist das TT Medic Support Bag. Wow, das schaut cool aus. Das gehen wir gleich einmal da unten rein. Dann gebe ich die unterschiedlichsten Tech-Pouches, die noch original verpackt sind. Also da habe ich noch keine Erfahrung, deswegen mag ich dazu auch noch nichts erzählen. Aber die packe ich da auch gleich einmal mit rein. So, dann ein altes oder ein Version 1 Tech Pouch. Ja, so, dann mache ich da gleich einmal ein bisschen zu. Also da ist jetzt unten, das ist einmal gut ausgelastet. Und dann meine geliebte
Level 7 Helikontex. Billige Eigenwerbung. Gibt dir natürlich den Link zu den Produkten da unter von dem Video. Ist eh ganz klar. Aber an das bist du gewöhnt bei mir. Und wenn du mich das erste Mal siehst, dann musst du dich leider daran gewöhnen. Bei mir alles billige Eigenwerbung. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen reingepackt. Das ist noch gar nicht komplett voll. Da ist noch genügend Raum in andere Richtungen. Aber damit wir ein erstes Gefühl kriegen. Also einfach vom Volumen. Wie gesagt, da geht definitiv noch mehr. Aber allein das zeigt schon einmal, dass das Ding halt jetzt, und das ist auch das alte Trooper Pack, ich habe das irgendwo herumliegen, ich habe das nicht so häufig eingesetzt gehabt und habe es jetzt momentan gar nicht mehr, das war etwas kürzer. Und da hatte ich immer das Thema, dass es so weit nach hinten ging und das war irgendwie, ich persönlich, das liegt natürlich immer, jeder ist da ein bisschen anders, aber mir war das irgendwie nicht ideal. Ja? Aber bei dem hier, das ist länger, zumindest kommt mir das so vor. Und auch von der Verteilung her finde ich das viel, viel angenehmer. Und auch mit diesem modularen Konzept kann man sich das so anpassen und viele kleine Taschen mit reinbringen, dass das einfach, ja, ideal ist. Ja, das war die erste Übersicht zu diesem Trooper Pack, diesem Modular Trooper Pack MK2. Und ja, ich werde den in den Langzeittest nehmen und dir dann hier am Kanal berichten. Also lass ein Abo da, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Ich habe ja ein Problem. Ich meine, ich habe so viele Rucksäcke, dass ich andauernd umpacke und fast jeden Tag einen anderen Rucksack umhabe. Und der wird jetzt auch mit reingebracht. Der hat so seine Probleme, ja. Das ist, ja. Aber das ist zu dann auf hohem Niveau, wie man in Österreich sagt. Ich mag dir jetzt um einen Kommentar bitten, was du von diesem Teil hier hältst. Schreib mal unten, wie dir das Design gefällt, dieses neue Konzept und auch insgesamt, was du von dem Trooper Pack hältst. Würde mich irrsinnig interessieren. Billige Eigenwerbung, Link in meinen Shop zu all den Farben, die es gibt. Schwarz, Kojote, Braun, Kaki und so weiter. Findest du natürlich auch, das ist ganz klar. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo dalassen für die neuesten Videos und auch für den Langzeittest von diesem Teil hier. Da geht es direkt in meinen Shop, aber andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein Reini Rossmann. Bis bald und ciao.